Buono. Habt ihr es gesehen? Du müsst auch mal Spawnpunkte setzen, dass wir spawnen können. Jo, ich setze jo, danke. Ja, wir können hier vorne das Häuschen erstmal einnehmen und von da weitergehen. Oh nee, Junge, wir wollen laufen, ja. Outpost ist nach vorne gesetzt. Jo, danke. In welches Häuschen wolltest du gehen? Hier auf meiner Position, da habe ich ein kleines Dorf. Ja, da sind drei Häuser. Es geht darum, dass wir hier vielleicht mal eine Garnison hochziehen mit dem zweiten Support. Schuss vom Feldseite aus, mich hat's erwischt. Okay. Medic? Das ist immer noch der Ei. Da hinten am Haus, beide Schützen. Zwei Stück. Ja, der die Damage hat schon gesetzt. Die sehen mich aber auch immer wieder. Da schießen 100 Leute. Nein, er nimmt mich. Verdammte Scheiße, ja. Wir wollten auf Flak, ne? Ja, Flak auf. Einer Panzerfaust, Junge. Ja, dann passt das doch. Ich kann mir vorstellen, dass wir von hier gut reinrücken können. Never mind. Lasst alle bei hier, müssen wir weiter gucken. Da, falsche Schusssoldaten. Die drei Häuser sind jetzt heiß. Gartenlegung was. Ich glaube, die haben da hinten einen Outpost oder eine Gunny. Dann gehen wir mal nachgucken. Also bitte auf zu mir, wenn möglich. Sind die Feinde hier in den Gebäuden drin oder sind die frei? Die Feinde sind da hinten und dort rechts halt stehen. Den Outpost nochmal nach vorne legen oder geht das um? Links von uns, links von uns! Close! Hab ihn! Ein Gegenschuss aus dem Wald. Könnt ihr die Garnison clearen? Hat mich, wollte ich vollkommen flankieren, hat nicht funktioniert. Ist wieder frei. Punkt eingenommen. Einfach Druck hier aufhalten. Soll ich mal da gar nicht spawnen? Oder kann mich einer retten?
Aber ich weiß nicht, kommt der Medic? Alles gut, ich leg ab. Ich versetz den Outpost nach vorne. Jo. Geh doch mal runter, Ass. Gesetzt. Ich spawn in 10. Vielleicht Batterie bleibt bestehen, aber viel. Brauchen wir hier Unterstützung, die brechen hier bald durch, ich bin ja ganz alleine. Die kommen ja links über den Acker. Da sind wir unsere Punkte hier los. Hier ist kein Mensch von euch. Ihr rennt alle nur vor. Front halten auch, nicht nur nach vorne rennen. Die rennen hier über den Acker, Leute. Ich bin ja alleine. Dann sagt die Krieger Bescheid, wenn ich gleich die Krieger muss. Aus 50 kommen noch Schüsse. Hier nicht mal Luftunterstützung da hinten mal längerlang mit Truppen bombardieren lassen mit irgendwas oder ich weiß ja nicht, was der Commander hier macht. Wäre mal nicht schlecht. So schön da, wo die Häuser sind, einfach mal so die Fläche bombardieren. Die Panzer müssen auch mal vorrücken, Öppelse, nicht nur hinten im Wald warten. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was mit den Panzern los ist. Die gehen auch keine Ahnung. Okay. Lass versuchen, jetzt näher an den Punkt ranzukommen. Also mit weit. Wenn ihr nahe genug dran seid, vorne zu der Häuser hin, im Wald, schmeißt Smog nach vorne und dann rennen wir alle mit Emma los. Auf Kette natürlich. Hier vorne ist direkt welche im Graben. Der Bahn ist gut. Und von links beschossen. Sind da auch getroffen beim Holz. Rechts Infanterie auf Pink.
Feuer down. Jetzt fahren die Panzer weg. Kriegt unser Medic noch? Kann ich nicht sagen. Sehe ich nicht. Ich schon, er kommt näher. So, Leute, da wo ihr seid, reißt ihr nichts. Folgt mal den Panzern. Ihr kämpft an einer Position, die nichts bringt. Naja, dann stoßen die hier durch und was ist dann? Nix, ja. Weil das Eroberung ist. Ich setze den Outpost nach vorne. Ja, das wollte ich auch gerade fragen, ob du das machen könntest. Wir sind kleine Mäuse hier gesetzt. Nennt man dann so Zangenbewegung und die ist ganz tödlich im Gefecht. Egal ob Eroberung oder nicht. Wenn sie uns erstmal umzingelt haben, dann war's das. Aber gut, wir rennen jetzt den Panzern mal hinterher und sterben alle auf dem Acker, auf dem freien Acker. Ja. Wir müssen einfach nur die Punkte einnehmen, Junge. Naja. Schlauberger, ja. Fürchterlich, ja. Spawn beim Outpost? Vom Outpost aus nicht. Die Junge erobern immer. Jens Schlauer ist das. Da. Alter, ja. Hast du Maß genommen, Alter? Rennt den Panzer hinterher, ne? Kein Schwanz rennt den Leuten hinterher. Im Blick. Medic, drück mal die C-Taste, da bist du im Gruppenchat und sprichst mit auf. Ein Schütze bekämpft auf der Straße. Sind noch welche hinten am Waldrand? Bewegung gesehen. Auch klasse. Ich glaube, man nicht fallen kann. Halt. Nicht den Tiger, der sich bewegt. Ja, da hinten bekämpfen. Genau so. Die da hinten platt machen. Dann nach rechts zu uns. Ja, ich erinnere den Panzer von einem Schwachsinn. Also Icarus, so ein bisschen gebe ich dir recht mit den Einnehmen, aber
Unsere Leute haben jetzt links weiter vorgerückt so ein bisschen und haben das gesichert mit dem Panzer zusammen. Und jetzt stoßen wir zu euch nach vorne hin. So hätten wir es gleich machen müssen. Also jeder, ja, alles gut. Jeder hat so ein bisschen recht. Wenn der Punkt einmal rum hat, jetzt kann er nicht mehr verloren werden. Naja, drum, du hast ein bisschen recht und wir haben ein bisschen recht gehabt. So. 50-50, okay? Alles gut. Ja, alles gut, alles gut. Ihr habt sie ja auch beschäftigt. Genau. Nicht, dass ich noch eine Kulle auf und wir abkriege, ja. Na, na, alles gut. So weit sind wir noch nett, oder? Der Modus kommt halt selten vor. Wollen wir uns erstmal irgendwo sammeln, wieder? Jawohl, machen wir. Wenn du T drückst, ist es halt auch um, dass wir erst eine halbe Stunde Zeit haben, den nächsten Punkt zu erobern. Also wir müssen tatsächlich einen Druck. Ja, wir können ja erstmal gar nichts setzen oder Spawnpunkte, die sind vielleicht auch. Ja, ja, genau. Feindbeschuss. Aber massiv, von wo? Setzt Pinks, Leute. Die legen sich alle hin. Verteilt euch mal bitte ein bisschen. Auch die blauen Leute, ich kann jetzt gerade nicht mit denen chatten. Die machen eh eine Granate auf euch, da haben die 10 Kills mit Emma. Strategie, was hast du vor? Nach links auf das Feld zu wechseln, von der, also links von der Straße aus. Der Feind beschießt uns von hauptsächlich von rechts. Im Haus, wo es da vorne ist. Der Beschuss am Holzhaus oder? Am Holzhaus. Hör doch mal. Mit 1 Bock und wir rennen vor. Ich hab ihn gesehen vorne an der Mauer. Die ist so ein bisschen zerstört. Da guckt er vor. So, danke.
Der war gut. Ast rein, Junge. Rein. Und jetzt Attacke. Schnäbel. Volle Kanone auf breiter Front. Los. Guck auf die Fenster da oben. Stacheldraht. In der Scheune drin. Beim Feind geht jetzt die Versorgung runter. Genau da ist einer bei dir. Richtung Scheune. Richtung Scheune mindestens 2 Meter. Erwischt. Nach dem Holzstapel, da liegen 2 Soldaten in der Stellung drin. Die Jungs machen mich langsam sauer hier. Von rechts. Thank you.
kann der Panzer noch ein bisschen vorrücken, dass wir so richtig Druck ausüben von links. Der Alba ein bisschen aus, es kommt gerade von Südwesten Druck über Teams rein. Okay. Izzy und George machen der Druck. Sehr gut. Kannst du im Kommando mal nachfragen, ob wir Nebel auf Dings haben können auf Lake Valerie? Sorry, Erdscheune. Was hat... Nebel auf Erdscheune, ob wir das hinbekommen. Dann kommen wir da besser rein. Aber der Druck sieht schon ganz gut aus. Ich habe mich flankierend zur Scheune positioniert, also wenn ihr reingehen wollt, sagt Bescheid, da versuche ich die nicht zu fallen. So. Also letztendlich kannst du jetzt schon anfangen, einfach die Eingänge immer mal wieder mit so ein paar Feuerseiten einzudecken, damit auch die Jungs von der anderen Seite Chancen haben. Friendly Fire, ey. Einfach reinhalten. Ach, selbst wenn es sich schlimm. Ja, ja, dann ist es nicht der gewesen. Wenn deine Waffe springt, kannst du nichts dafür. Aber das sah nicht lecker aus. Ich sehe keine Bewegung auf der Schienenseite. Doch im Schütz. Oh, er hat mich erwischt. Im Schützengraben direkt an der Schiene zwei gegnerische Soldaten. Ja, sieht ganz gut aus jetzt. Eingenommen. Also weiterhin. Da haben wir eingenommen. Also Refor ist nächste. Angegriffen, wir sollten direkt zu anderen Straßen. Das ist
Nationalstraße ist schon beim Einnehmen. Da sind noch Feinde in dem mittleren Bereich zur Schiene. Da habe ich noch zwei Leute gesehen. Da ist einer mit einem Lastwagen. Mit einem Panzer sogar. Hier vorne wird es kritisch, sobald ihr da weiter anfängt. Das ist so krank. Wir sind schon 1-2 verreckt gerade. Ich platziere hier den Outpost und wir machen dann Druck auf die Straße in der Mitte. Outpost gesetzt. Setz mal ein Bewegungsfeld, wo du meinst. Defensiv, ihr seid ziemlich allein da hinten. Da vorne besser gesagt.
glaube, hier ist ein Sniper irgendwo. Guckt mal auf hochgelegte oder höher gelegte Objekte. Da muss irgendwo einer sein. Das Einzige, was ich sehe, ist da hinten ein Dach. Ja, genau. Also zwei Dächer, ja, und ein höheres Gebäude. Der Panzer müsste da mal drauf sein. Oh, schießen nicht schlecht, ne? Nee, hier kommen wir nicht weiter, Leute. Die Panzer müssen mal decken. Ja, da schon wieder. Also weiter wie der Panzer vorlaufen wird, denke ich mal, nicht möglich sein. Aus dem Wald. Ah, links neben dem Panzer beschossen los. Ja. Was rechts ja. aus dem Wald? Das Ding ist ziemlich durch. Unsere Panzer-Squads machen das gut. Ich würde versetzen. Rein. Ich denke, ihr könnt versetzen sonst auch, ne? Auf 05. Naja, versetzen ist wesentlich schneller. Also wesentlich schneller. Ich setze dann in der Gunny irgendwo einen Outpost im Norden wahrscheinlich. Ja, wieder geht da rein, genau, oder ihr könnt 05 reingehen. Weil das ist gut. Wir haben auf meinem Ding haben wir einen Enemy Panzer. Vielleicht kannst du da mal spiegeln. Sieht gut aus. Ich bin tatsächlich so doof und gehe nochmal gucken, ob es wirklich einen. Ja, der lebt noch. Ah, alles klar, okay, er lebt noch. Sag Bescheid, wenn sich da was ändert. Da ist keine Bewegung, ich ping gleich neu. Kannst den alten Marker schon löschen. Leichtes Spähfahrzeug. Jetzt aktueller Ding wieder. Bewegt sich wieder. Ist gleich 9. Wir brauchen nur einen Hit. Eine Rakete brauchen wir auf den. Ping ist immer noch aktuell. Ist statisch. Bewegt sich wieder.
Versteckte dabei. Neuer Ping ist akkurat. Jo, das ist gut. Tankmarker ist nicht mehr aktuell. Weißt du, wo der 4 Leute abgeräumt. 4 Leute tot. Weißt du etwa, wo der Tank ist? Oder nicht? Das ist, glaube ich, das hinten weit ist irgendwo. Ich sehe nicht mehr. Ist Infanterie. Richtung Icarus, den Punkt einnehmen. Ich setze den Outpost hier vorne in das Haus. Ah, nee, noch 20 Sekunden. Ich versetze jetzt den Outpost. Straße nach Baston, weiter angreifen. Roger. Shit, ich habe definitiv die falsche Waffe hierfür. Das gibt's doch nicht! Mann! Jeder, der steht, hat mich schon gemacht.
schön weit. So ist gut. Ja, Digi, du musst doch mal ein bisschen gucken, dass du dein Mikro lauter regelst. Das Problem ist, manche sagen, ich bin zu leise, manche sagen, ich bin zu laut. Wow, okay, ja, okay, gut, okay. Ja, mach so, wie du denkst. Alles gut. Aufping. Hab's gesehen. Irgendwie ist krass, oder? Das ist ein bisschen ganz schön. Wurde von hinten gemacht. Oh Mann! Gibt es nicht. Also die Straße soll man meinen, die nehmen sie gezielt mit der Artillerie oder Beschuss. Ja, denke ich auch so. Das ist ja fürchterlich, ja. War eine eigene. Mann, ey, die knallen da eigenen Leute ab, Junge. Scheiß Straße, Junge. Das ist doch nicht, ja. Also Straßen meinen, habt ihr gesagt? Ja. Wir bekommen Einzelbeschuss aus 70, ne? Ich versuche mal den Feind südwärts zu flankieren. Hinten auf Feld. Osten, Feindbewegung. Oh, richtig viele. Die ganze Zeit schon. So, auf 160 Euro machen unsere Leute rein. Wir machen gerade Druck. Wir haben vor uns feindliche Support. Das sieht's nicht, Alter. Das sieht's wirklich nicht. Junge, 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 Alter. Das, die rennen alle da rum hier. Mir kommt das so vor, als ob ich als einziges noch sterbe, Alter. Was ist das für eine Kacke? Das gibt's doch nicht, Junge. Fuck, 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 Alter. Kannst du noch kriegen, Junge. Die fallen wieder. Ja, zack, tot. Aber die liegen hier irgendwo. Ah, jetzt der Nebel wieder. Oh, das kotzt mich so an, Junge. Ey, ich auch Schlauberger. Mal so, wir sind weiter auf dem Punkt, ne? Also ein Tor, okay. Frag doch mal an, wie das aussieht mit alle Leute halten sich ein bisschen zurück, wir machen Nebelband und gehen dann rein.
hab dich gesehen, Junge, sag. Danke. Leute, die schießen auch von der Straße, über die Straße schießen die. Also in Längsrichtung. In Straßenverlauf. Hören. Genau da vorne.